Kriegsfürstin der Schwarzenfelslegion. In diesem Jahr entsandte ich einen meiner Hauptmänner, Holden Cross, um einen Verräter zu bestrafen. Dort stand uns ein Wächter im Weg. Es gibt viele Wächter. Doch dieser würde sich als einzigartig herausstellen. Danke, das hat mich jetzt komplett überrascht. Der Anfang jetzt, ich wollte eigentlich noch Hallo sagen, die Geschichte starten und die ganze Zeit weg. Ich kenne es ja schon. Weil auf realistisch. Und ich habe schon mal gestartet, da hat mir das Netzwerk schon wieder einen scheiß Strich durch die Reihe gemacht. Auf realistisch werde ich es nicht spielen, weil ich will eigentlich nur das ganze Zeug ansammeln, was ich übersehen habe. Und einfach mal schauen, was passiert, wenn wir es auf schwer spielen. Also ich das HUD habe. Tja. So, das Aussehen konnte ich gar nicht ändern. Interessant. Jedenfalls herzlich willkommen zur Story von vorne. Falls ihr jetzt erst zugeschaltet habt, hallo, schaut euch ruhig mal realistisch an. Dann lernt ihr wahrscheinlich sehr viele neue interessante Flüche. Bin gespannt. Ein Fazit habe ich jetzt am Ende von der realistischen Storylinie, sag ich mal. Nicht so gescheit gezogen, jedenfalls kam ich nicht auf den Punkt, ne? War aber auch schon echt spät. Das mit dem exklusiven Helmschmuck ist an aber nicht. An diesem Tag erfuhr ich, dass ich dem falschen Herrn diente. Und auffälliger sein Helmschmuck. Und halt wirklich für jeden Helm. Ein Helmschmuck. Verteidigt die Mauern! Der Tag, an dem ich die Schwarzenfelslegion traf. Und Holden Cross. Kommt raus! Daubigny! So weit musste es gar nicht kommen! Haltet sie von der Mauer fern! Mein Herr? Brecht es ein! Es ist immer noch fucking unlogisch. Ja, brecht es ein. Ui! Hey, Junge, das ist der Wächter. Aber ich bin ein Wächter. Yep. Ich hatte eine Pflicht zu erfüllen. Mhm. Ich muss mich beeilen. Ja, musst du. So, gibt's irgendwas zu rochen? Da komm ich hier. Gibt's eigentlich hier was? Hallo? Holden? Hey! Holden Cross. Er ist mein Stellvertreter und mein treuester Verbündeter. Holden ist ein pragmatischer Mann. Mit nur wenig Ehrgeiz, jedoch unendlich viel Talent. Wir können froh sein, dass wir ihn haben. Aschfeld. Hier wurde ich geboren, draußen im Buschland. Vor 20 Jahren stand die Eiserne Legion kurz davor, es ganz an die Wikinger zu verlieren. Nun hat meine Schwarzenfelslegion es wieder zurückerobert. Hervé Daubigny. Schwarzenfels für einen Sommer. Und dann wollte er sich von uns abwenden, uns bestehlen. Damit besiegelte er seinen Untergang. Hab dich genau gesehen. Diese Festung wurde in 10 Jahren von 10 Kriegsherren kontrolliert. Daubigny war nur der letzte von ihnen. Er trat der Schwarzenfelslegion bei und wollte uns dann wieder verlassen. Die Schwarzenfelstruppen erklommen die Ostmauer. Ja, sehr subtiler Hinweis. Ich weiß, danke. Gibt's hier noch irgendwas? Haltet sie von der Mauer fern! Hier vielleicht? Hier vielleicht? Hier vielleicht? Hier vielleicht? Hier vielleicht? Hallo? Ende! Sicher. Wisst ihr was? Ich werde jetzt einfach mal schauen, ob es irgendwo einen Guide gibt, der nach Arealen geht. Muss ich eigentlich für die nach anderen wahrscheinlich beschreiben. Weil ich glaube nicht, dass danach doch irgendwas ist. Irgendwo muss es ja sein. Also ich habe jetzt schon 9, also irgendwo fehlt mir 1. Hm.
Nee. Also hier ist auf jeden Fall schon mal nichts. Ich sehe nichts. Von daher, her mit dem Guide jetzt. So. Hab ich. Okay. Ach, zur Hölle. Dann starte ich zur Not halt nochmal neu oder so. So. Erstmal. Nein, das war jetzt weniger laut. Geh da weg, Taschentuchpackung. So. Tut mir leid. Das ist gerade etwas. So, hätte ich wieder gescheit aufgesetzt. Haarsträhnen aus, muss ich gestrichen. Jetzt kann es weitergehen. So, es müsste aber eigentlich. Es ist immer noch unruhig, dass die schneller aufstehen und weniger angeschlagen sind als wir. Jetzt nochmal gescheit einstellen. So. Hallöchen, Deckungsmodus. Yep. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Ja. Ha, jetzt hab ich noch das HUD. Haha. Haha. Hä? Was ist das Feuer? Hä? Rechts. Das war jetzt von links. Ich habe nach rechts gezogen. Dummes Kerl. Im Krieg geht es oft um Mauern, Tore, Hügel. Jeden Tag werden Schlachten gewonnen und verloren, nur aufgrund der Wahl des Schlachtfelds. Hab dich. Fast alle Festungen in diesem Land wurden schon vor Jahrtausenden erbaut. Wir bauen auf den Resten des Alten und nennen es unser Eigen. Wir sind wie Kinder, die Imperium spielen. Verstärkung war schon auf dem Weg. Ich musste die Mauer halten. So, einer weniger. Bis. Ja, komm, Tutorial, hör auf mich zu nerven. Oh ja. Ja. Komm, sollen wir auch schaffen. Ups. Was ist denn? Zwei? Schon wieder zwei? Ja, ist gut. Donk. Habe ich den Guide nicht mehr gescheit gebraucht.
Ich habe nur angeschaut, wo jetzt da irgendwas war. Ich wusste ja nicht, wo. Also zum Beispiel wusste ich irgendeine Holzkonstruktion. Mehr habe ich da jetzt nicht nachgeschaut. Bitte greif von oben an, gibt es mir noch zu zeigen. Oben. Oben. Das da ist oben. Guck. Zu zerbrechlicher, zu zerbrechen, habe ich schon. Yep. Tschüss. Ja, da gibt es auch noch ein paar Dinge. Wisst ihr was, ich kann sie einfach mal Just for Fun noch aktivieren. Das ist er. Der Fall der letzten Zuflucht in Aschfeld. 1000 Jahre sind seitdem vergangen. Unsere Vorfahren haben 6 Jahre gegen 100.000 verzweifelte und verhungernde Krieger standgehalten. Das erzählt man sich zumindest. Die Eiserne Legion besteht aus vielen kleineren Legionen. Der Löwe war einst das Symbol der königlichen Legion. Früher war sie stark, nun ist sie gefallen. An die Macht von Schwarzen Fels. Wenn wir aufhören, sie zu bekämpfen, wird die Natur sich immer wieder erheben. Das gilt für Steine, das gilt für Pflanzen, für Tiere. Und es gilt auch für Völker. Das Katapult ist noch einsatzbereit. Ja, das wird auch gleich verletzen, mein Ohr juckt. Wozu schmeckt der denn mit vorne? Angriffswürfel. Durch die Öffnung! Ganz ehrlich, man braucht da keine Fahne. Zu Befehlsweiterleitung. Und Cross ist trotz Helm enorm laut. Ups. Hallo? Der Witz ist auch echt immer noch da. Ui! Dieser Rambock würde die Schlacht entscheiden. Ah, blödes Ohr. Oh, das Ohr juckt, das nervt gerade ein bisschen. Könnt ihr euch im Grab? Wollte ich einen leichten. Denkst du, warum soll ich einen leichten Angriff? Weil das. Oh, guckt. Das ist ein bisschen. Ah!
Daubeny! Daubeny, zeigt euch endlich! Diese Krieger müssen nicht sterben. Ein Gerichtskampf. Jetzt und hier. Was? Gegen euch? Das wäre kein Gericht. Das wäre eine Hinrichtung. Dann gegen meinen Kämpfen. Ihr. Ihr werdet mein Kämpfer sein. Warum denn immer ich? Soll doch mal jemand anders. Also gut. Naja. Hätte ich mich geweigert, es hätte ein Blutbad gegeben. Ah, verdammt. Miseru! Ja, ist klar. Haha! Aktionsliste. Hast du eigentlich irgendwas Besonderes, was ich wissen sollte? Und noch nicht weiß. Ja, für einen Konterschlag, genau. Was? Aha. Er war auch ein Wächter. Ja, ist doch vor langer Zeit. Jetzt hat er leichte Angriffe, sind wir nicht rausgerissen. Ah, stimmt. Mist, der geht ja nicht von rechts. Oder von links, der geht ja noch von oben. Toll aufgeschlossen. Gut. Ich musste siegen, aber nicht für Daubeny. Ach, Dreck. Blöder Deckungsdepot. Ups. Zu früh pariert. Oder zu spät. Wahrscheinlich eher zu früh. Gewonnen. Sie hatten uns immer noch in der Hand. Es kann nicht sein, dass ein Ritter der Schwarzen Felslegion von einem gewöhnlichen Söldner besiegt wird. Doch. Was passiert jetzt eigentlich mit Daubeny? Ich meine, wir haben den anderen ja besiegt und getötet. Das heißt, eigentlich dürfte er jetzt... Für Tapferkeit im Kampf und für ehrenvolle Dienste erhebe ich, Holden Cross, dich in den Ritterstand. Erhebt euch, Ritter der Schwarzen Felslegion. Und wir wurden rekrutiert. Juhu. Und haben ein neues Schwert. Ich weiß aber noch nicht, was mit Daubeny passiert. Wir werfen den jetzt in Kerker. Ich meine, sie können ihn ja nicht da lassen. Wir sind hier fertig. Weil er desertiert ist und so weiter und sich aufgelehnt hat. Sie können auch nicht töten. Kommt mit. Sie können aber auch nicht wieder rekrutieren. Also doch, können sie schon. Und so kam ich schließlich zur Schwarzenfelslegion. Da müsste er aber drauf hoffen, dass ihn wieder jemand raushaut beim nächsten Deserteursversuch. Desertierungsversuch. Eine Eule. Cool. So, wollen wir gerade weitermachen eigentlich? Ah ne, jetzt kommen wir sowas.
Das können wir hervorragend nutzen. Für die nächste Folge dann. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und immer noch fürs Durchhalten. Das war jetzt gar nicht mal so schlimm. Also ohne Witz, also mit dem Kampf HUD geht. Auf realistisch ist halt... Manche Angriffe sind halt ätzend und irgendwie hast du das ganze Gefühl, das Spiel verarscht dich. Bist dir aber halt nicht sicher. Ich meine, ich muss jetzt auch ehrlich sagen, ich achte auch nur zur Hälfte auf Kampf HUD da. Ich achte schon drauf, aber halt vor allem beim Parieren oder sowas. Und selbst das geht teilweise schier. Naja. Gut, dann sehen wir uns bei der nächsten Mission. Das werde ich wieder auf schwer spielen. Oh, war schon wieder. Ja, wie gesagt, dann sehen wir uns. Hier, kennt ihr das Spielchen nochmal die Geschichte. Da muss ich nochmal rein. So, Geschichte. Dieser Wächter war mehr als würdig. Aber es gab noch so viel zu erledigen. Die Wikinger waren dabei, die letzte Zuflucht der Eisernen Legion in Aschfeld zu zerstören. Meine Schwarzenfels-Legion sollte sie retten. Und das werden wir. Und das aber erst in der nächsten Folge. Ciao, ciao.